Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Usikstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen, oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim, nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus, bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nora Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Hm. General Barkos Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, NATO. Merhaba, Leo Sixanalix. Dann komm mit. Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Sprengsätze. Das wird sie aufscheuchen. Und lockt die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladungen. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Was? Hapsara. Jalla. Was spaßig? Merki? Selamekafu. Hier, Alex. Leg den an. Also, gut, wie sieht das aus? Das reicht. Beeinträchtigt. Tarek, wie sieht's aus? Minimal. Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Komm mit. Barkos Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng. Ihre Offiziere kommen. Wird Barkov dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafung. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen wenn zu den Lasten! Wenn sich einer zur Wehr setzt. Hier trennen wir uns. Nicht aufzufallen. Geh durch den Haupteingang. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Also doch hier hin. Muss ich hier so einen Stein mitnehmen? Ah, okay. Ich bin durch. Geh nach links, die Gasse entlang.
Siehst du den Soldaten? Ja. Geh auf ihn zu, langsam. Wecke seine Aufmerksamkeit. Bleib da! Schalt ihn aus. Versteck deine Waffe. Wart ihr gnädig? Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Gut. Ich hätte ihn vielleicht mit dem Betonklotz erschlagen können. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt sie mehr Truppen auf der Basis abziehen. Scheiße. Barkovs Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Ach so. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Dieser Offizier, greife weiter sinnlos im Namen der sogenannten Freiheit. Das sollte funktionieren. Gut. Geh zurück und nimm die rechte Flanke. Na klar. Geh um den Laster herum. Rechte Seite. Du kriegst zwei. Ich nehm den Rest. Как он говорит, в хозяйстве все сгодится. Черт, черт! Какого черта? Ah ja, sieh den Rest. Wir wollen es ja nur zwei geben. Sicher, leise bleiben. Warte, bleib von der Tür weg. Осторожно, могут быть растяжки. Kannst du feuern? Ja. Übernimm zwei, ich den anderen. Sicher. Hier lang. Sorry wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht umsonst. Ofenmixer. Entschuldigung. Alex, hier drüben. B90, okay. Mir nach, ich gehe voraus. Wer sich General Barkov widersetzt, wird hingerichtet. Was soll das? Bitte, siehst du verrückt? Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Seht ihr, wenn ihr kooperiert... Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Eine Strafe für das gestohlene Gas. Die Terroristen, Barkov die will eine Gesetzestatt Was können wir tun? Bündelt eure Kräfte, erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Lass uns ein anderes Haus erschaffen. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise, wir treffen uns dann hier. Versuch das nicht nochmal! Versuch das! Ah, hat funktioniert. Es gibt hier keine Geschworenen. Es gibt nur Verbrecher und Bestrafte. Ist hier eine Treppe nach oben? Na und na. Beseitigen wir diese Agitatoren von den Straßen. Ich hab das Gefühl, das ist falsch. Kommt hier irgendwie hoch?
noch ein Wachen am Eingang. Pass auf, dass dich keiner sieht, wenn du angreifst. Alex, bist du auf dem Dach bei dem Helikopter? Ich suche noch nach einem Weg rauf. Verteidigt hier euer Leben, eure Freiheit, eure Unabhängigkeit. Ich habe mehr als. Okay, klettern kann er nicht. Das hat er bei seiner Ausbildung nicht gelernt. Oh. Zwei erledigt. Nett. War etwas verämt, aber ja. Terroristen zerstören dieses Land. Und heute konstruieren wir eine Gesellschaft. Bin beim Ziel. Du weißt, was zu tun ist. Wie läuft der? Diese Feinde sind eure Freunde, eure Familie. Ladung platziert. Das gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Wer mit diesen Gruppen kooperiert, wird zum Tode verurteilt. Heute geht es dem Volk von Ursula. Nimm die Treppe. So viel besser unter meinem Kommando. Das ist aber ein Hund. Ich will eigentlich nicht, aber tut mir leid. Gemeinsam können wir Industrie errichten und Rohstoffe ernten. Stopp! Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Behalte die Menge im Auge. Scharfes Auge. Den habe ich nicht gesehen. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Ich hab's mehr mit Hunden. Ich hätte ihn abgeworfen. Ich hätte ihn erwischt. Ladung platziert. Bin mir sicher, ich hätte ihn erwischt. Neu gruppieren bei meiner Position. Machst du Sneaky-Mission? Wir sind durch. Es wird Zeit. Na, wer nicht. Jag sie hoch. Du. Okay. Zündung. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Alles klar. Warte. Halt dich links. Nicht feuern. Es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als Kopfschon vor. Unter den Laster. Da kommen noch mehr. Bleib nah dran. Kriech vor. Oh, gute Perspektive. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Das war nice. Aha, wir haben in die Zange genommen! Ich jag's hoch! Scheiße! Fenster!
heilige Fuck. Scheiße. Was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsfeld, runter! Nicht bewegen. Halt den Kopf ruhig. Должно быть Карин. Ich bin so weit. Schieß auf die zwei links. Alter. Gute Arbeit. Mitte, ich mag dich. Zum Tunnel, schnell. Es könnten noch mehr kommen. Nein, über. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp. Scheiße, Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Nicht schlecht. Vor allem geht alles so in einen... ein Rutsch. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Holy shit. Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Der erinnert mich an irgendjemanden. Ich weiß nicht an wen. Fernlenkflieger, bestückt mit C4. Der Fall Ola, Mr. Aydin. Battle the Bell, Danny, Bademann Foot. Bereit? Ja, Commander. Abflug. Oh ja. Alex, spielen. Lass sie genau in die Helis krachen. Bin dran. Wow, invertierte Steuerung. Ach, jetzt hab ich viele. Stützpunkt ist gleich voraus. Ja, wohl. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Der Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz weg. Oh, die Höhenkanone. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Hier warten! Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Für Ursikstan! Stone.
sich aus. Hinter dir! Ich nehme einen Molotow! Alex, die Werftflieger sind bereit! Der Fahrer hat nichts mehr! Ja, ich komm schon. Ich bin schon da. Ich stand hier gefühlt gerade nicht so wie. Wo sind denn hier noch welche? Hi. Werftflieger sind bereit. Ja, ich sehe noch nicht mehr Gegner. Ja, damit habe ich gerechnet jetzt. Da sind plötzlich welche aufgetaucht. Was? Hier? Oh, hoppla. Ja, passiert mal. Aber oh oh. Done it. Easy. Alter!
Ja. Sicher, rotes Gebäude. Alex, die Waffenkammer ist das rote Gebäude. Wem darfst du gehen? Erste Waffenkammer gesichert. Auf derselben Seite. Sehr gut. Draußen sammeln. Wer singt auf derselben Seite? Die Räuber liegt hinter dem Tor. Alle zum Tor. Oh, warte, habe ich hier gerade Skagli? Ja, gefällt mir. Oh, 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 ja, gefällt mir. Leute, alles gut. Es lässt sich nicht öffnen. Sollten wir es nicht öffnen? Nein, nein, nein. Verdammt! Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. 3-1 an Watcher. Wir rücken zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftunterstützung? Echo 3-1, Luftunterstützung. Ohne Kenner. Da hat ein Wendemanöver. Alex, Mehrflieger sind bereit. Das war nicht nett. Was ist das? Ein Brennheit. Das war jetzt ein bisschen panisch. Wo ist die letzte Waffenkammer? In dem Hangar, hinter der Rollbahn. Damit gehört die Basis uns. Verstanden. Nein. Nein. Voller Kraft angreifen. Na, da war er. On fire. This boy is on fire.
Boys on fire. Bewegung! Wo? Im Süden! Feuer! Kann ich die Lampe ausschießen? Geht nicht. Da ist keine über der Tür. Nee, nee, nix Granato. Toto. Toto Mucho. Oh, Granato. Wow. Los, rein da und den Hangar sichern. Da drin sind noch ein paar Hunde. Ich höre sie. Alex, an die Tür. Gebt ihm Deckung. Ich schiebe, ich hab nicht gesehen, dass hier jemand rein ist. Mach schon, Alex. Wir geben dir Deckung. Verschlossen. Da ist deine Dachluke, Alex. Hilf mir hoch. Ich hab jetzt aber schon angeklopft. Okay, das haben sie auch gehört. Hier auf, Alex, spring! Hier, Alex. Ja, das wird dich jetzt nicht überraschen, weil wir so leise sind. Eins, zwei, drei! Hier ist mehr als einer. Das waren alle. Rein da. Beste Waffenkammer sicher. Ich hab Nachschub. Beeil dich. Feindliche Verstärkungen kommen aus der Stadt. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Na los. Hey, seid da Verbündete. Ja, voll. Wir werden festgesetzt. Also Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursikstan. Danke, Bruder. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick, dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Dieses Spiel ist bis jetzt hammergeil. Ziele voraus, Leute. Es kann losgehen.